Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Heute sind wir unterwegs zum Zanderangeln hier in Köln am Rhein. Zanderbarsche wollen wir überlisten. Wir haben jetzt 10 Uhr, wir haben schon 20 nach 10 sogar. Und das ist so jetzt die beste Zeit, weil die Dämmerung kommt jetzt. Und wir haben heute 34 Grad, ja, Hitzewelle, wir haben es alle mitgekriegt. Und genau solche Tage sind jetzt abends perfekt, weil jetzt ziehen die Zander ins Flache. Und da sehen wir uns gleich auch wieder zwischen den Buhnenfeldern. Und dort zeige ich euch, wie man jetzt heute bei solchen Temperaturen, wenn es so heiß ist, abends noch ein paar schöne Stunden am Wasser verbringen kann und hoffentlich den einen oder anderen Zander fängt. Wir werden sehen. So Leute, wir sind jetzt hier am Wasser und ich werde immer wieder gefragt, was brauche ich denn, um auf Zander angeln zu können? Zander, Barsch, Hecht hier am Rhein bei Köln. Ganz klar, erstmal von der Route her, ich empfehle euch eine Route, die 2,70 Meter lang ist. Die soll hart sein, vom Blank her, nicht zu weich in der Spitze, sondern eine harte Aktion. Die sollte ein Wurfgewicht so bis 50 bis 60 Gramm idealerweise haben, also Richtwert bis 60 Gramm. Und von der Rolle her, holt euch eine 2000er bis 3500er Rolle mit einer geflochtenen Schnur drauf. Ihr kennt es alle, es gibt monophile Schnur, die haben extrem hohe Dehnung und es gibt geflochtene Schnüre, die haben gar keine Dehnung, sind verhältnismäßig viel, viel dünner bei gleicher Tragkraft. Und da empfehle ich euch, holt euch eine 014 bis 016 mm geflochtene Schnur. Idealerweise eine neongelbe hier und oder halt generell eine gefärbte, weil da könnt ihr nachher, da, anderes Video, könnt ihr die Bisse besser erkennen, gerade bei Zandern. Und als nächstes, das ist so die Basisausrüstung, also eine geflochtene Schnur, eine schöne Spinnrolle mit Kopfbremse, eine harte Rute, 2,70 Meter, nicht zu kurz, damit ihr auch ordentlich auf Distanz kommt vom Ufer aus. Das nächste ist alles in einem Rucksack drinnen, ganz easy. Im Grunde genommen ist es eine Box, die ihr braucht. Holt euch so eine schöne Box hier, holt euch Bärde jetzt für den Sommer. Wir haben jetzt hier Juli am Rhein, Top-Temperaturen, flachlaufende Wobbler. Ja? 8 bis 12 cm lang, sowas hier, flache Tauchschaufel, daran erkennt ihr die. Schön schlanke Form, eine schöne Laufaktion, das heißt, die müssen eine Eigenbewegung haben. Das ist wichtig. Vorfachmaterial, wenn keine Hechte bei euch im Gewässer vorkommen oder so gut wie gar nicht, dann macht ihr euch eine 0,33er bis 0,40er Fluorcarbon vor. Das schützt vor Schnurabrissen, gerade wenn wir hier wie hier an so Steinpackungen sind, wenn die Zander auch mal ganz nah mit dem Kopf am Grund entlang gehen. Verhindert das, dass wir einen Schnurbruch kriegen. Wenn Hechte zu erwarten sind, ich werde heute hier auch mit dem Stahlvorfach fischen, dann schaltet euch noch ein bisschen Stahl vor. Auch immer dabei haben. Und als nächstes ganz klar ein paar Gummifische. Gummifische, ein paar Bleiköpfe dazu, ja, immer passend zum jeweiligen Pegelstand. Haben wir Niedrigpegel, so wie heute, 2,70 Meter, haben wir nicht so viel hohen Strömungsdruck, können wir weniger machen. Also Leute, ich hoffe, ihr habt gelernt, man braucht zum Zanderangeln hier im Rhein nicht viel, außer eine ordentliche Spinnroute, eine gute Schnur. Und eine kleine Box an ein bisschen Vorfahrmaterial, ein paar Wobbler, ein paar Gummifische. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wasser. Und in den nächsten Videos erfahrt ihr ein bisschen mehr zu der Technik, zu den Wobblern und den genauen Ködern.